Dieses Wochenende ist vollgepackt, voller Innovation. Ja? Wir haben hier 30 Teilnehmer, die daran arbeiten, die Welt von Bielefeld morgen schon zu verändern. In 4 Challenges. Smart City, New Work, Kultur und Green City. Open Innovation bedeutet, sich mit Leuten zu vernetzen. Wenn Leute zusammenkommen, die sonst nicht zusammenkommen, entstehen Dinge, die andererseits nicht entstehen würden. Das Spannende daran ist, es sind wirklich Unternehmen aus Bielefeld, aus der Region, zusammen mit den Bürgern, mit den Leuten, die hier wohnen, die Interesse daran haben, die Stadt nach vorne zu entwickeln und weiterzubringen. Wir wollen nicht nur Ergebnisse produzieren, um so ein Hack zu veranstalten, sondern wir wollen wirklich was ändern. Man kommt an und sieht Leute zusammensitzen, die wahrscheinlich sonst nie zusammengekommen wären, die sich über diese Themen nicht ausgetauscht hätten, weil es eigentlich im Alltag keinen Rahmen gibt, in dem sie zusammenkommen. Ich mache hier mit, weil ich die Möglichkeit habe, die Stadt aktiv mitzugestalten und nicht nur ein theoretisches Produkt oder Konstrukt zu erarbeiten, sondern auch eins, was wirklich in der Zukunft umgesetzt werden kann. Ich muss sagen, auch dieser kurze Workshop Richtung Design Thinking, Methoden kennenzulernen, wie man an ein Problem rangehen kann, das hat mich definitiv schon mal weitergebracht. Die Stimmung ist hervorragend. Wir haben auch noch ein bisschen was zu tun. Kurz stärken, dann geht's weiter. Wir haben gerade die Pitches geübt, damit die sich schon mal eingrooven können auf der Bühne und einmal wissen, wie es ist, im Bühnenlicht zu stehen. Es wird morgen super geil. Mein größtes Learning bisher, wie offen alle sind, also wie schnell eigentlich auch dann diese Impulse aufgegriffen werden. Innerhalb von Minuten werden dann neue Aspekte sich angeschaut, ganz offen drüber gesprochen. Ja, aber so kann wirklich Großes passieren, dass wir wieder ein bisschen größer denken, so Moonshots wieder uns nehmen, ja, dass wir nicht in diesem Kleinen-Kleinen irgendwie drinbleiben, sondern einfach versuchen, groß zu denken, groß zu träumen, um dann den ersten Schritt aber hier an diesem Wochenende zu machen. Ich würde mich freuen, wenn wir Ideen entwickeln, von denen die Herausforderer so überzeugt sind, dass wir sie in der Umsetzung sehen. Und das nicht in vielen Jahren, sondern schon im Laufe des nächsten Jahres, des nächsten halben Jahres. Und wir alle darauf zurückblicken können und sagen können, das ist etwas, an dem haben wir mitgearbeitet, hier haben wir die Stadt gestaltet. Wir haben halt ein Chatbot gebaut. Du kannst mit den Bäumen aus Bielefeld sprechen. Geil. Wir haben hier Sonntagmorgen, fühlt sich an wie Freitagabend nach einer Messe. Wir fühlen uns alle wie ein Kackhaufen, aber ich glaube, wir rocken es. Ja, wir sind ready für den Pitch. Das Wochenende war wirklich inspirierend, viele Impulse von diversen Teams, auch Challenges. Man hat wirklich viel erlebt.